Und da sind wir wieder bei Pokémon Gelbe Edition Zuilock Challenge. Ich hoffe, er nimmt auf. Wir werden es sehen. Ich bin ja gerade in der Examensphase. Wir spielen mit Ringabel, Ladies. Und finde gerade ein bisschen Zeit, zwei Folgen aufzunehmen. Dann wollen wir doch mal, oder? Welche Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Garados. Ganz klar. Badam bam, bam. Göre möchte kämpfen. Pipi. Mhm. Ist aber vom Levelunterschied gar nicht so unkrass mehr. Also ich bin jetzt gerade mal 12 Level drüber. Ja, 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 wir können gespannt sein. Also wie sieht mein Tagesablauf im Moment aus? Mein Wecker klingelt um 5:30. Das heißt, ich stehe gegen 7 auf. Ich bin dann noch viel zu müde, um was zu tun, mache mir aber noch ein Hörspiel an, so dass ich dann halb wach werde. Ich weiß, viele würden sich freuen, wenn sie das könnten. Pipi wurde besiegt. Fudel besiegere, hör auf, sei nicht gemein zu Pipi. Ja, dann muss Chocolate eben raus und dann setze ich mich dran. Dann gegen 4 gehen wir nochmal raus, meistens zum Aldi oder so. Ich bin ein weiter rumgekommener Glücksspieler. Oh, die haben immer Kohle, glaube ich. Und holen da schnell was und zwischendrin esse ich noch und ich sitze meistens bis abends 10, 11 Uhr dran. Aber ich war jetzt einfach platt. Und habe mir gedacht, ich nehme noch was auf, bevor ich schlafen gehe und hoffen, dass wir dieses Fukano platt bekommen, bevor es uns platt macht. Aber Bisaflor hat ja keine schlechte Verteidigung. Die Attacke ist nicht sehr effektiv, hat aber gereicht. Ja, was setzt du jetzt ein? Ein Vulpix. Stirb. So. Oh. Ein Rutenschlag, ja. Vulpixer, glaube ich. Ach, das ist ja hier noch anders. Oh, da hat es gerade kurz geleckt. Die Attacke ist nicht effektiv. Ja. Ringabel erreicht, Level 5. Lern Solarstrahl. Mhm. Da hat es kurz rausgegangen. Ich hoffe, es geht. Ich habe im Moment ein bisschen Probleme mit meinem Rechner. So, hier gucken wir uns mal um. Wir kämpfen natürlich auch weiter gleich gegen die. Los, Lightshade, Zerschneider. Wupp, aber vielleicht, nein, da wollen wir nicht rein. Vielleicht liegt aber hier irgendwas. Nein. Das heißt, wir werden... Weil ich glaube, keiner hat zu diesem Zeitpunkt noch irgendwie groß Zerschneider dabei. Ja. Später. Ha! Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Nein, ich brauche einfach nur Pokémon, die viel mächtiger sind als alle anderen. Ich brauche keine gute Strategie. Auch wenn ein Streber kämpfen möchte. Slimer. Ich werde nach der Aufnahmesession auch im... nehmen wir diesmal Taclay. Im Emulator abspeichern und nur falls es jetzt nicht aufgenommen hat, dann kann ich es zur Not nochmal aufnehmen. Was setzt denn aus? Rankenhieb, ja super, mach ich nochmal Tackle. Ach wirklich? Der kann nur Aussetzer, ausschließlich. Also meine erste Prüfung ist Latein, oh Slimog. Ist Latein schriftlich, das heißt, ich muss einen lateinischen Text übersetzen, also alles von den Verres-Reden von Cicero, das sind um die 1000 Kapitel, ich könnte so kotzen. Aber ich habe jetzt in 5 Tagen gut die Hälfte geschafft. Ich übersetze das jetzt nicht zum ersten Mal, aber bin jetzt auch ganz gut durch. So, noch ein Slimer. Ach komm, einfach Rasierblatt geht schneller. Ja, die zweite Prüfung ist eine Woche später, Fachdidaktik, also wie unterrichte ich Latein. Und dann 2 Wochen drauf, Fachdidaktik Geschichte, also wie unterrichte ich Geschichte. Ja. Ich habe verloren, das ist nicht logisch, doch, weil ich einfach viel mächtiger bin. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Ja. Das tut's wirklich. So, Göre möchte kämpfen und setzt Taubs I ein. Das ist kein Schwein. Rankenhieb, reicht das?
Müsste sich das nicht schon längst zu tau... Oh nein, jetzt werde ich nie wieder angreifen können. Das müsste sich doch schon längst zu Tauboga weiterentwickelt haben, oder? Radfratz! Rass ihr Blatt! Oh, wisst ihr, was mir gerade einfällt? Das werden wir nach diesem Kampf sehen. So viele. Ich frage mich, warum das laggt. So, Volltreffer. Die Attacke ist nicht sehr effektiv. Noch ein Mauzi. Bams. Volltreffer. Und Rasierblatt. Natürlich. Aua. Ja, zweimal hintereinander. Vergiftest du mich jetzt? Sehr gut. Ach, dreimal, okay. Jetzt aber. Danke. Volltreffer. War es das dann nun? Danke. Pudel, Besiegöre, schau mal, was du getan hast. Nämlich. Diese Schule, die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren aber auch. Nein. Schule, kurz zusammengefasst, ist ein Ort, wo beide Seiten verlieren. Smogon. Rasierblatt. Bam. Volltreffer, die Attacke ist nicht sehr effektiv. Ja, du machst Tackle, ich mach Tackle. Und heute, vielleicht haben der ein oder andere es mitbekommen. Ich nehme das gerade an einem Samstagabend auf. Und WhatsApp ist ausgefallen. Viele Menschen müssen jetzt in Wirklichkeit miteinander reden. Ich habe aber auch schon Facebook gefragt, ob es bei anderen auch nicht funktioniert. Und dann hat die Gruppe... okay, ich gehe lieber zur Schule. Das ist ja nur ein Pokémon. Und dann hat die Gruppe Erste Weltprobleme gesagt, oh mein Gott, WhatsApp geht nicht. Tja, du magst alle Nidoran sehr gerne, deshalb sammelst du sie. Warum? Warum? Jetzt kann ich auch mit niemandem mehr reden. Ich könnte ein gutes Buch lesen, Fernsehen oder sonst etwas. Aber nein, ich nehme ein Let's Play auf. So, mit Ringabel. Bam. Tja, eigentlich müsste das weibliche Nido an mir verfallen. Was meinst du? Ja, ja. Er ist ein bisschen schüchtern. Das stimmt doch gar nicht. Die Weiber fliegen auf mich. Ich bin nämlich Level 36. Och. Ja, wenn die Pokémon anfangen zu reden. Oh, noch ein Nidorina. Na? Ja, ich stehe auf große Frauen. Ach, Ringabel. Der hat doch sogar die gleiche Stimme wie ich. Ja, das stimmt. Vielleicht, weil ich ein Pokémon bin und du mich sprichst. Das könnte sein. Die Attacke ist nicht sehr effektiv, aber hat's platt gemacht. Weil einfach unser Shaolin stärker ist als das von allen anderen. Dum, dum, dum. Mauzi ist so süß. Miauz, miauz. Also ich hatte, man könnte sagen, Cora ist so das Mauzi und die Siams, hier Venus und Aurora, sind so Snowbilly-Cuts. Die sind auch genauso eingebildet. Aber vor allem Venus, die ist so eine ungeschickte Rübe. Man denkt ja immer, dass Katzen super tolle Springer sind und immer alles so vortrefflich abchecken können und sowas. Nein. Also vor allen Dingen die Siams nicht. Und von den Siams schon mal gar nicht Venus. Aurora, die konnte sich immer ziemlich elegant hinsetzen. Aber Venus, also diese Katze, die kann eigentlich, also wenn sie redet, hört sich das immer an, als würde die einem Vorwürfe machen. Und sie hat immer sehr viel zu erzählen. Ich war mal 2 Wochen in Athen, dann bin ich wiedergekommen und also Aurora, auch Venus und Aurora sind Geschwister. Und die hängen auch immer zusammen rum und man darf die nicht voneinander trennen. Und
bin dann aus Athen, war ich 2 Wochen auf Studienreise, kam wieder und Venus die ganze Zeit miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Halbe Stunde später, Tag 2. Miau, miau, miau. Und dasselbe noch mit Cora. Oh. Dum, 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 dum. Bla, 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 bla. Und jetzt, wo ich die ganze Zeit lerne, ist das halt so, dass die Katze, also ich bin umgezogen. Ich bin in das andere Zimmer gezogen, wo mein Klavier steht. Da habe ich einen großen Tisch und... Aber so ein Umzug geht ja nicht ganz so einfach vonstatten, wie man denkt. Normalerweise sitze ich ja in meiner Wohnküche, in meinem Sessel. Auf dem großen Sofa hat Cora ihre Kuschelkrone. Und die Kuschelkrone musste mit umziehen. Aber Chocolate möchte natürlich nicht irgendwo liegen, wo es nicht weich ist. Da kommen wir so nicht hoch. Nein, nein. Da musste ich ein drittes Körbchen, also ich habe eine Drei-Zimmer-Wohnung. Jetzt hat Chocolate einen Liegeplatz in jedem Zimmer. Was ist das denn hier? Ich will das hier lesen. Tunnelfahrt. Prismania City, Lavandia City. Und du bist? Okay, die Spiele mögen beginnen. Ah, bist auch ein Glücksspieler. Ja, jetzt hat Chocolate in der Wohnküche ihr normales Körbchen. Im Schlafzimmer ihre Steppdecke. Oh, Wasser-Pokémon, wurde mal Zeit. Und, in meinem Musikzimmer halt, jetzt habe ich Kopfkissen, alte, die liegen normalerweise in ihrem Körbchen, habe ich hingelegt, eine Decke drüber getan, jetzt kann sie da auch liegen. Und jetzt hat sie 3 Körbchen und rennt die ganze Zeit hin und her, weil sie nicht weiß, wo sie liegen muss, liegen will. Ja. Die hat sie im Moment nicht alle. Und ja, da ich aber jetzt früher als meine normalen Zeiten aufstehe, treffe ich auch ganz andere Leute draußen beim Spazierengehen. Normalerweise gehe ich so um 8 mit Chocolate raus, jetzt eine Stunde eher. Und es ist so eine typisch deutsche Eigenschaft. Knapp vorbei ist auch daneben. So eine typisch deutsche Eigenschaft, dass man ja immer zu einer bestimmten Zeit mit seinem Hund raus muss. Immer. Du weißt viel über Pokémon, doch wie sieht es mit der Chemie aus? Chocolate hat keine feste Uhrzeit, also... Normalerweise gehen wir so um 8, 9, je nachdem, was ich zu tun habe, raus. Und das machen wir besser schnell fertig. Und das tun wir jetzt natürlich nicht, jetzt gehen wir halt morgens raus. Und dann trifft dann ganz andere Leute und irgendwie sind alle der Meinung, es ist ja auch voll in Ordnung, aber man muss mitten in der Nacht aufstehen, um mit seinem Hund rauszugehen. Wenn ich berufstätig wäre, würde ich so machen, ich würde morgens die kleine Runde drehen. Dann nachmittags die große, wenn ich nach Hause komme. Da habe ich ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Luft. Also Chocolate geht 2 Runden am Tag, eine große, eine nicht so große. War aber immer so. Und ja, und wenn ich sehr wenig Zeit habe, dann spielen wir eigentlich auch nur. Das macht ihr auch viel lieber als spazieren gehen. Also Bällchen hinterherlaufen. Die ist dann danach halbe Stunde mit dem Bällchen spazieren gehen, spielen. Ist die so müde. Dann trifft man ganz andere. Aber die gehen immer zur selben Uhrzeit. Ist so, glaube ich, so eine echt typisch deutsche Sache. Schon wieder? So, Volltreffer. Prismania City ist meines Wissens nach die nächste Arena, oder? Hm. Wir hatten Ringabel in... Oh, eine Kernschmelze. Wir hatten Ringabel ja bei Major Bob, das heißt, er hat nur noch eine. Das große Einkaufszentrum in Prismania City hat eine riesige Auswahl. Und die Musik vom Fahrrad überlagert alles. Dann werde ich gleich auch mal den Zufallsgenerator anschmeißen, wer das macht. Ein verschlafenes Pokémon ist in Prismania City aufgetaucht. Aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Tunnelfahrt, Prismania City, Lavandia. Fahrrad. Ich darf ja nicht nach Saffronia City. Poke. Also schnell schon hin und willkommen im PKMN Center. Wählen deinen Pokémon und machen sie wieder fit. Naja, es wäre eigentlich mal wieder Zeit für... eine Arena, oder? Hm. Sind wieder Topf It. Komm jederzeit wieder vorbei.
Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich den Radweg benutzen. Das würdest du wohl. Die Pokéflöte weckt Pokémon mit einem Geräusch, das nur Pokémon hören können. Mhm. Ich bin von Fuxania City auf dem Radweg hinaufgefahren. Was? Können die eigentlich alle für Attacken? Danke. Mhm. Ist. Ja. Gute Karo Kitty. Level 28. Hier, du siehst aus, als wärst du vom Salon Roquette. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheiten raus. Ja, aber ich will hier mit meinem Fahrrad fahren. Quapo ist mein bester Freund. Es entwickelte sich, als ich einem Quapuzzi einen Wasserstein gab. Aha, wer bist du denn? Mhm. Ja, da gab es noch nicht so viele Sprites. Na? Tipps für Trainer. X-Treffer erhöht die Genauigkeit von Attacken. Angriff Plus erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen. Diese Items kannst du im Einkaufszentrum von Prismania City kaufen. Aha. Prismania City, die Stadt der Regenbogenträume. Stadt mit Erika. Na, wer bist du? Mist, ich habe alles verspielt. Hätte ich doch meine Münzen rechtzeitig gegen einen Preis eingetauscht. Ja, das kommt daher, weil in Japan ist Glücksspiel verboten. Deshalb gibt es bei diesen ganzen Spielen immer nur so Chips. Tausche Münzen gegen Preise in der Wechselstube. Ich habe das eigentlich nie groß gespielt hier. Rocket Spielhalle. Mhm. So. Was musst du denn mit dem Poster? Warum muss ich denn gegen dich kämpfen? Team Rocket, das komplette Team Rocket möchte erneut gegen mich kämpfen mit Radikal. So, Rasierblatt. Bup, Volltreffer. Radikal wurde besiegt. Und Zubat. Und tot. Volltreffer, die Attacke ist nicht effektiv. Mhm. Fudel besiegt Team Rocket, Mist. Ich muss dem Boss sagen, dass unser Versteck entdeckt werden. Ein anderes Mal. So, willkommen. Du benötigst Spielmünzen für 1000 LZ. Ja, klar. Mhm. Willkommen. In dem Gebäude nebenan kannst du deine Münzen gegen Preise eintauschen. Psst, hör mir zu. Man sagt, dass ich... Aha. Ja, die heißt Rocket-Spielhalle. Möchtest du etwa ausspielen, Junge? Ups, ich habe den Münzkorb vergessen. Ja, wo denn? Ich glaube, jeder hat eine andere Gewinnchance. Ich kann mich nicht erinnern, hier irgendwann mal was gemacht zu haben. Hey, du hast Wichtigeres zu tun, Champion in Spe. Ja, real. Ist Erika. Sie trainiert Pflanzen-Pokémon. Sie wirkt sanft, doch man sollte sie nicht unterschätzen. Okay, da war er. Ehrlich, das macht Spaß. Okay. Glücksspiele sind unheimlich. Man wird schnell davon abhängig. Ich kann jederzeit aufhören. Wie geht's? Brauchst du ein paar Münzen? Ups, ich habe den Münzkorb vergessen. Hey, willst du mich ablenken? Hier, nimm ein paar Münzen. Ups, ich habe den Münzkorb vergessen. Den kriegt man auch irgendwo. Vielleicht hier sogar schon. Ich hätte gern ein Porygon, aber ich habe kein Glück an dem... Vielleicht habe ich auch hier das Porygon. Ich weiß, dass ich alle hatte. Ich hätte heute eine Glückssträhne. So. Item. Ach, wisst ihr was? Warum fahren wir nicht mal zum Kaufhaus? Das können wir doch auch noch schnell erledigen. Ist das hier das Kaufhaus? Nein, das ist die Villa, wo wir nichts bekommen. Ah, hier, Mrt. So, was wollen wir denn? Kundeninformationen, Utensilien, Videospiele, Geschenkartikel, Drogerie. Aha. Konnte ich in der ersten Gen noch keine TMs kaufen? Vor längeren Ausflügen solltest du beleben... Nein, ich brauche in dieser... In diesem Run keinen Beleber. Was habt ihr denn? Ihr habt ziemlich große Augen. Ja. Nein. Ja. Ja.
Wie im echten Leben müssten die teuersten TMs auch die besten sein. Das macht dann 3000. Ich könnte es auch einfach nachgucken. Aber echt, wir haben genug Kohle. Nein. TM9. Und TM17. So, aber was es mit diesen TMs auf sich hat, erfahren wir im nächsten Part. Und ich glaube, im nächsten Part schauen wir auch mal bei Erika vorbei. Also, bis dann!